Koffer voller Bargeld, sichergestellt in Brüssel, wo das politische Herz der Europäischen Union schlägt. Das sogenannte Qatar-Gate ist eins der aktuellsten Beispiele für Korruption. Der Golfstaat soll versucht haben, auf politische Entscheidungen des Europaparlaments Einfluss zu nehmen. Transparency International spricht von strategischer Korruption und sieht insgesamt eine wachsende Gefahr, die von autokratischen Staaten ausgehe. Jahr für Jahr veröffentlicht die Organisation den sogenannten Korruptionswahrnehmungsindex. So auch heute. Und demnach tut auch Deutschland nicht genug. Der Kampf gegen Korruption in Politik und Verwaltung hierzulande trete seit 10 Jahren auf der Stelle. Und darüber sprechen wir jetzt mit Margarete Bause. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende von Transparency International Deutschland. Schönen guten Morgen. Ich grüße Sie. Ja, inwiefern hinkt Deutschland bei der Korruptionsbekämpfung aus Ihrer Sicht so doll hinterher? Also wir sind unter den 10 besten Ländern, das muss man konstatieren. Das ist auch nicht schlecht im Vergleich. Aber seit 10 Jahren tut sich da nichts, keine Bewegung. Es geht immer einen Punkt runter, einen Punkt rauf. Und nachdem wir eine starke Demokratie sind, haben wir deutlich mehr Potenzial und müssten hier auch deutlich ambitionierter werden und auch schneller werden bei der Prävention und bei der Bekämpfung von Korruption. Die Affäre um die Schutzmasken ist zum Beispiel so ein Fall. An welchen Stellen macht sich Korruption also am ehesten bemerkbar? Nehmen wir das Beispiel des Maskenskandals. Hier haben wir gesehen, dass wir eine große Gesetzeslücke haben in Deutschland beim Thema Abgeordnetenbestechung. Hier brauchen wir unbedingt eine Verschärfung. Das haben auch die obersten Gerichte in Deutschland festgestellt, dass die Abgeordneten, die sich in der Pandemie bereichert haben zum persönlichen Vorteil, die ihr Amt, ihre Autorität als Abgeordnete ausgenutzt haben, um sich die Taschen voll zu machen, dass die strafrechtlich nicht belangt werden konnten, weil es in diesem Gesetz bisher nur darum geht, dass das Verhalten im Parlament strafrechtlich bewährt ist, aber nicht, wenn ein Abgeordneter vielleicht auch noch im Nebenjob als Anwalt diese Position ausnutzt, um sich persönlich zu bereichern. Hier brauchen wir endlich eine Verschärfung des Gesetzes zur Abgeordnetenbestechung. Stichwort strategische Korruption. Welche Folgen und Risiken hat die? Wir sehen es zum Beispiel gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und der Abhängigkeit, die Russland seit Jahren im Energiebereich in Deutschland aufgebaut hat. Die hat Russland strategisch ein Netzwerk aufgebaut, an der Spitze der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. Und die geostrategische Linie, die geostrategische Position von Russland war, möglichst viel Abhängigkeit in Europa und eben insbesondere in Deutschland herzustellen, sodass dadurch eben auch die Interessen Russlands in Deutschland vertreten wurden. Und wir merken, wir kriegen die Quittung jetzt natürlich, haben sie ganz bitter auch gespürt. Und deswegen ist es so wichtig, strategische Korruption früh zu erkennen, Abhängigkeiten zu erkennen, dagegen zu arbeiten und Abhängigkeiten zu verhindern oder aber wenigstens zu verringern. Ja, und warum tut Deutschland aus Ihrer Sicht also inzwischen zumindest nicht mehr, um Korruption und Lobbywirtschaft zu bekämpfen? Also wir sehen hier eine gewisse Langsamkeit auch. Also ich nehme mal als Beispiel die Umsetzung der Hinweisgeberrichtlinie der Europäischen Union. Also dass Menschen, die Korruption melden, die sie in ihren Behörden wahrnehmen, in ihrem Umfeld wahrnehmen, in der Wirtschaft, in den Unternehmen, die waren bisher nicht ausreichend geschützt. Hier hat die Europäische Union Deutschland eine Hausaufgabe aufgegeben und es hat lange, zu lange gedauert, bis endlich Ende letzten Jahres diese Whistleblower-Richtlinie in nationales Recht in Deutschland umgesetzt wurde. Also wir sind hier zu zögerlich, zu langsam, zu unambitioniert. Und das ist gerade bei dem Gift, das Korruption bedeutet, reicht das nicht aus. Und wir erwarten, dass Deutschland auch die Gefahren der Korruption in der nationalen Sicherheitsstrategie verankert und dass es einen nationalen Antikorruptionsplan gibt über alle politischen Ebenen hinweg, damit wir tatsächlich auch unter die ersten 5 kommen. Das sollte unser Ehrgeiz sein in Deutschland, dass wir uns nicht zufrieden geben, wir sind unter den ersten 10, sondern das Ziel sollte sein, dass wir unter die ersten 5 Länder kommen im Antikorruptionsindex.
Und liegt es vielleicht auch daran, dass doch zu viele davon zu einfach profitieren können von Korruption? Wir haben auch keine wirkliche Transparenz in vielen Bereichen. Es gibt so eine Kultur von Geheimniskrämerei, ich sag mal Lobbyregister, was es jetzt endlich gibt nach vielen Jahren, Immobilienregister, dass wir im Zusammenhang mit den Sanktionen gegenüber russischen Oligarchen zum Teil gar nicht, bis heute nicht wissen, wem welche Immobilie in Deutschland gehört. So können wir auch nicht dagegen vorgehen, die Gelder nicht beschlagnahmen. Deutschland ist nach wie vor ein Paradies für Geldwäsche. Und das begünstigt natürlich korrupte Strukturen und begünstigt auch den Einfluss von autoritären Regimen in Deutschland. Vielen Dank, Margarete Bause, stellvertretende Vorsitzende von Transparency International Deutschland. Ich bedanke mich.